die Ferienzeit ist vorbei, alles wird wieder hochgefahren, wir sind bereit für die schönste Zeit des Jahres. Der Strategieprozess, den wir letztes Jahr gestartet haben, hat vieles gezeigt. Zum einen, dass wir uns um das Thema Fachmessen kümmern müssen, aber auch ganz klar gezeigt, dass das Thema Publikumsmessen, unsere zwei Flaggschiffe, die Herbstmesse und die Frühjahrsmesse, ganz, ganz wesentliche Faktoren für unser Unternehmen sind. Und somit wird auch in den 5 Tagen die kommende 63. Herbstmesse wieder Dornbirn zum größten Marktplatz Vorarlbergs. Die Herbstmesse als erfolgreiche Drehscheibe der regionalen Wirtschaft ist aber nur dadurch möglich, dass wir eine sehr intensive Verwurzelung innerhalb der Region haben. Wolfgang, erzähl uns bitte kurz, was dürfen uns in dieser Halle bei den Kochshows erwarten? Wir möchten bei den Kochshows vor allem junge Leute für das Kochen begeistern. Wir möchten ein Bewusstsein für eine gesunde Ernährung wieder in Erinnerung bringen. Also wie Slow Food schon sagt, ist ein anderes Thema als Fast Food, dass die Kinder eben diese regionaltypischen Speisen genießen, vom Apfel bis zum Radieschen und auch wissen, wie man das zubereitet. Wie Dietmar Stefani gesagt hat, die Messe Dornbirn verändert sich derzeit sehr, sehr stark. Es ist so, dass die Publikumsmessen sehr wichtig sind und sich deshalb natürlich auch verändern. Und wir wollen Schritt für Schritt die Qualität steigern und die Struktur der Publikumsmessen ganz entscheidend schärfen. Mit der Messe Dornbirn eine original mobile Pop-Anschubbahn organisiert. Die wird also quer durch die ganze Halle präsentiert und die Details dazu und das Programm kann dann Walker gerne noch erklären. Also ist einmal für mich eine super Sache und eine super Chance, da zum Bobsport um mich selber zu präsentieren. Und wir hoffen selber, dass wir dadurch einen guten Anschieber durch die Aktionen herausfinden, der unser Manko am Start bis Sochi minimiert. Dankeschön. Und gemeinsam mit dem Verkehrsverbund feiert dann der Stadtbus Dornbirn sein 20-jähriges Jubiläum. Die 20 Jahre sind schnell vorbeigegangen. Ganz schnell. Mehr Linien natürlich auch. Längere Strecke zum Fahren. Ganz teure Bereich fahren. Mehr Haltestellen auch. 23.500 Personen benutzen in Dornbirn ein öffentliches Verkehrsmittel. Und ich glaube, das ist Bedeutung genug. Wir wollen das in einem etwas anderen Rahmen präsentieren, und zwar haben wir freigelegte Themenbusse aufgestellt, den ganzen Themenpark. Und da können sich unsere Kunden informieren, Kunden oder auch Nicht-Kunden informieren, über Angebote, die wir machen können im Rahmen dieses öffentlichen Verkehrs.